Willkommen zurück zu Stonehearth. Und ja, ich habe das natürlich gelesen. Und ja, ich schäme mich ja förmlich. Ich habe vergessen, eine Tür auf die Rückseite der vorgeschlagenen Palisade zu setzen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Stonehearth Arcania. Bei mir, Zigaro, Folge... Na? Ihr seht's unten. Ich glaube, 8? 9? 9. Na, mal gucken. Komm gerade selbst etwas durcheinander. Auf jeden Fall danke, dass ihr wieder da seid. Ihr seht, hier wird gerade die Mühle zu Ende gebaut. Und während die hier gebaut wird, habe ich mir ja schon mal überlegt, wir brauchen natürlich jetzt weitere Gebäude. Ich hätte eher vor, klar, jetzt ein Gebäude für den Heiler zu bauen. Und der Heiler würde gerne in einem großen Turm wohnen. Also muss man mal gucken, wo wir den hinsetzen. Erst dachte ich, okay, wir könnten den vielleicht verbinden mit einer Art Kaserne. Aber ich würde diesen hohen Turm eigentlich gerne hier hinsetzen, genau hier neben. Und dann einen Übergang zu bauen in die Mitte und hier ein Kasernengebäude vielleicht zu errichten. Je nachdem, wie wir es hinkriegen. Ihr seid jetzt mal ganz kurz live dabei, wie wir den jetzt kurz designen. Das sollte eigentlich nicht lange dauern, denn wir haben ja mittlerweile da eigentlich ziemlich gut raus, wie wir das machen. Der Turm selbst wird nicht allzu groß werden. Aber wir machen das jetzt mal allgemein mit einer normalen Größe hier. So. Dann wählen wir Holz aus, wählen unser Holz, unseren Holztypus. Das ist dieser oder ist das dieser? Ich mache immer wieder den Fehler. Oh, jetzt habe ich hier gerade was weggenommen. Das wollte ich nicht. Wir nehmen natürlich den dunkleren Holztyp hier auf diese Seite. Der kriegt alle vier Ecken. Kriegt dann auch diese Ecken. So seht ihr ungefähr den Grundriss dieses Turms. Dann wählen wir Weiß aus. So wird es ungefähr dann schlussendlich aussehen. So, das hier wird der Grundriss unseres Turms. So, der Turm kriegt einen vernünftigen aufgebauten Keller. Ziehen wir bis hier. Und so. Jetzt haben wir diesen Bereich fertig, wie im Nebengebäude auch angedeutet. Und jetzt kommt das erste Mal unser Boden. Unser Boden, der wird hier direkt reingesetzt. Mal kurz schauen. Wenn wir ihn jetzt so setzen, haben wir eine Höhe von 3. Ja, wir müssen leider noch eine Stufe höher, damit sich dieser Keller für so ein Magier-Heiler-Turm auch lohnt. In diesem Turm wird dann immer der Heiler leben und der Magier, der Kleriker, der erste Kleriker kommt dann ganz nach oben. So habe ich mir das vorgestellt. So, dann kommt jetzt hier der Boden rein. Dann nehmen wir einen Holzboden. Als Wand wäre das ungefähr so dann, ne? Nee, das möchte ich nicht. Dann muss der Boden etwas anders gesetzt werden. Und zwar machen wir da mal so. Daraus machen wir jetzt einen Boden. Weiß wie eh und je. Dann sind diese einzelnen Blöcke außen die Stützpfeiler. Und jetzt kommt in die Mitte unser Holzboden. Zack. So, unsere Wand ist natürlich eine Steinwand, wie auch schon im nebenliegenden. Jetzt beginnt das ziemlich breit unten. Aber wir brauchen auch Platz. Der Turm geht jetzt... Der wird jetzt hochgehen, er wird sich erhöht darstellen. Dazu wählen wir auch wieder den Boden aus. Ich mache das mal so. Und so, und jetzt habe ich gerade... Nee, das meinte ich eben, das will ich so ja eben gerade nicht tun. Den Bereich nehmen wir weg. Den Bereich nehmen wir weg. Den auch. Dann gibt es die nächste Stufe. Und hier oben muss ich mir jetzt mal überlegen, wie ich das mache. Ich möchte eigentlich, dass man... Ich habe so eine kleine Idee. So, wir machen jetzt nämlich ein ganz spezielles Dach. Der Kleriker selbst wird hier auf diesem Turm
laufen können hier oben. Das werden wir hinkriegen. Und hier oben drauf möchte ich eine Art Experiment haben. Eine Art magisches Experiment. Dieses wird gehalten. So habe ich mir das... hier habe ich irgendeinen kleinen Baufehler drin. Ein Baufehler meinerseits, ist nicht schlimm. Wir brauchen nämlich diesen Rand. So, und zwar kommen jetzt hier aus Holz gebaut solche Pfosten hoch. Gucken, ob ich das hinkriege, so wie ich das vorhabe. Hier in der Mitte ist ein blauer Energiestein. Nee, er wird nicht blau. Ist zu viel blau hier schon. Das ist ein roter Stein, ganz genau. So. Und der ragt auch unten ein bisschen raus. So. Und wird gehalten durch diese Stützen. Dieser Stein gibt dem Magier die Kraft. Oh, und wir kriegen einen Besuch abgestattet. Oh, und zwar ein gigantischer Wolf. Oh, jetzt wird's kritisch. Alles klar. Da müssen wir mal gucken, wie damit unsere Soldaten umgehen. Wir alarmieren das Dorf. Und jetzt hoffe ich einfach mal... Oh, ich habe schon ein bisschen Panik. Wir sehen jetzt leider nicht gerade die Energie. Da kommt Nummer 3. Wir beschleunigen das mal ein bisschen. Ich möchte mal alle Jungs hier rausziehen, damit wir auch mal abschätzen können, was hier los ist. Okay, das kriegen sie hin. Das schaffen sie, kein Problem. Dadurch ist dann auch einer gleich aufgestiegen. Plutonic Beats, du bist ja jetzt dabei. Und auch unser verzocktes Kind ist aufgestiegen. Wunderbar. So, dann lassen wir es jetzt weiterlaufen. Hier wird schließlich... Ah, wir sehen schon... hier ein kleines Haustier auf dem Weg gelandet ist. Und jetzt müssen wir mal gucken, woran es hier jetzt hapert, dass hier jetzt diese Hölzer nicht entfernt werden. Ah, die werden schon noch ihren Grund finden. Tägliches Update. Wir akzeptieren und begrüßen einen neuen Bewohner. Sehr gut. Und kümmern uns jetzt weiter um unseren magischen Turm. Denn wir müssen mal ganz kurz jetzt alles setzen, was wir hier so haben. Dieser Turm kriegt natürlich eine sehr hübsche Tür. Und dementsprechend daneben auch so ein Fenster. Hier erhöht kommen 2 goldene normale. Und auf die Rückseite nur ein Guckfenster. Und die beiden. Denn... wir sind noch nicht so ganz fertig mit dem Hauptdesign. Klar, hier vorne, das ist der Bereich, der... Gucken wir mal kurz mit der Höhe, kommt das auch hin? Wunderbar. Ja, bis hier. Eins, zwei, drei... Das sind hier 6 Stück. Und hier haben wir jetzt gerade 1, 2, 3, 4... 5, 6. So. Dann kommen natürlich hier jetzt auch die, zumindest die beiden, also ein Standpfeiler kommt hier erstmal hin. Das ist jetzt dieser Bereich. Und jetzt beginnt die kleine Verzierung, die wir auch bei den anderen Gebäuden natürlich schon mal gemacht haben.
möchte ich so das einmal durchziehen. So. Ziehen wir die Holzpfeiler rum? Ja, die inneren Holzpfeiler des Turms sehen etwas anders aus. Das ist mir auch aufgefallen. Bleiben wir einfach dabei und sagen, dass das gewollt ist. Da begehen wir dann am wenigsten Probleme. Okay. Das ist dieser Turm. Der hat jetzt nur eine Etage natürlich. Und obendrauf hat er diesen wunderbaren Kristall. Kriegen wir noch eine Schutzwand drumrum. Dürfte das, glaube ich, nicht ganz hinkommen. Genau, da müssen wir zwei leeren. Und wir haben wieder eine Nachricht von einem Goblin, der wieder was von uns will. Das Coole ist, wir können da so reingucken jetzt. Alles klar, jetzt müssen wir mal kurz richtig reinschauen. Erstmal gucken wir jetzt, was er hier... ja, bitteschön. Nimm ruhig, was du willst. Das lehnen wir ab. So. Betreten wird der obere Teil durch eine Treppe, eine Steintreppe, eine rote Steintreppe. Das heißt, direkt durch die Tür geht's dann hoch in das Gebäude. Im oberen Teil werden dann die Experimente abgehalten und unten schläft dann der Kleriker/Heiler. Und zwar erstmal auf einem normalen Bett. Wir tauschen das dann alles im späteren Spiel nochmal aus. So. Dann kriegt er eine Kommode dahin. Dann muss er hier natürlich unten sich auch etwas bilden. So. Kriegt daneben einen Lesehocker. Machen wir mal hier hinten hin. Hier kommt noch eine Truhe hin. Da werden wir gucken, was wir da so reinplatzieren. So, und hier oben werden dann die Experimente abgehalten. Wird natürlich ein ganz, wie ihr seht, ein ganz besonderer Raum werden. So, er kriegt sogar Säulen. Da wird dann dieses Kräuterlabor werden wir hier hochpacken und dann gucken wir alles weitere, was wir hochpacken, bringen wir dann an Gegenständen selbst nochmal nachträglich rein. Was wir aber reinbringen auf jeden Fall ist Beleuchtung. So, zwei Lampen da. Haben wir ein Klerikerschild? Ja, wir haben das Kräuterarztzeichen. Machen wir hier mal rein, weil hier kommt auch schließlich der Heiler immer rein. Dann gibt es hier oben eine Statue, die Statue des Weisen. Die steht jetzt hier auch. So, und dabei belassen wir es auch erstmal. Jetzt kommt außen noch eine normale Beleuchtung ran. Hier oben. Eigentlich ist die Beleuchtung immer neben dem Schild hier, aber das geht jetzt gerade nicht. Deswegen kommt hier einmal eine Beleuchtung ran, weil wir werden das natürlich den Weg hier natürlich durchführen. Und alles weitere folgt dann auch noch.
Lassen wir den Turm so stehen. Machen wir hier noch was mit Holz. Er steht ja ein bisschen über an den Seiten. Das heißt, wir können hier... Och, herrje, was ist das denn? So, auf diese Seite. Und hier dann natürlich auch. Hier ist natürlich ein bisschen wenig dran. Aber wir lassen diesen Turm für sich jetzt hier so stehen. So. Wir akzeptieren das jetzt auch. Wir brauchen aber dafür Holz. Ah ja, und wir sehen, in der Zeit wurde unsere Mühle fertig gebaut. Sehr, sehr schön, wie ich finde. Sieht gut aus. Oder? Hat doch jetzt was. Jetzt werden sie hier erstmal dieses Gebäude hochziehen. Wir beschleunigen das mal alles ein bisschen. Es gibt einen kleinen Nebenauftrag für euch. Erntet die Büsche. Zusätzlich kriegt ihr einen Nebenauftrag, das... Ich sehe gerade, die Schreinerwerkbank wurde hier noch nicht gebaut, obwohl die da reingehört. Die wurde wohl nicht in Auftrag gegeben, weil uns auch Holz fehlt. Der Baum muss weg. Die beiden Bäume sollen weg. Und die beiden Bäume auch. Unser Strikefaron ist währenddessen jetzt ein Level aufgestiegen. Also Applaus da natürlich. Und wir schließen mal wieder unsere Häuser und gucken von außen drauf. So. Jetzt haben wir hier einen geilen Turm gebastelt. Das Schöne ist, wir können dazu passend dann auch das Engineers-Observatorium daneben setzen. Und irgendwo wird gekämpft. Ich denke, es ist einfach nur die Nähe zum Zombie, die hier so ein Problem gerade macht. Na gut, dann belassen wir es dabei mit dieser Musik. Während hier unsere Siedler jetzt eifrig die Ressourcen für unseren neuen Turm, für unseren Kleriker sammeln, bedanke ich mich bei euch. Danke fürs Zuschauen wieder mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat dann, und ihr möchtet einfach dabei bleiben, weil hier folgen ja noch einige Stoneheart-Folgen, dann abonniert mich ruhig und lasst doch bitte einen Daumen nach oben dort. Wenn ihr Lust habt, mit der Community mal zusammen ein bisschen zu quatschen, dann habe ich für euch einen Teamspeak-Server eingerichtet. Auf den kann wirklich jedes Community-Mitglied rauf, also sprich jedes Mitglied, was aktiv hier zuschaut. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet. Also, bis dann. Das war euer Ziggero mit Stoneheart Arcania. Tschüss.